Ohne die können wir nicht so lange. Dann kommen Depressionen und alles dazu. Und wir wissen ja zur Wundheilung und alles und für bestimmte Vitamine, ich glaube Vitamin D war das, brauchen wir das ja auch. Ansonsten muss man das künstlich herbeiführen, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern oder Neugeborenen. Da wird am Anfang Vitamin D gegeben, weil die dürfen ja nicht direkt in die Sonne, weil die Haut noch sehr empfindlich ist und das ist ja irgendwie auch klar. Und gerade auch im Winter und sowas, wo die halt nicht so direkt oder viel Kontakt mit Sonne haben, müssen die Vitamin D halt in künstlicher Form nehmen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch, dass ich das Problem habe, ist aber nicht ganz sicher, ob das mit meiner Krankheit zu tun hat, dass mein Körper recht schlecht Vitamin D aufnimmt und produziert. Weshalb ich zum Beispiel im Winter regelmäßig, auch in meinem Alter noch, Vitamin D zu mir nehmen muss. Und das merke ich auch, im Winter geht es mir relativ schlecht. Und wenn ich dann entsprechend Vitamin D nehme, habe ich kein Problem. Dann geht es mir eigentlich ganz okay. Das habe ich dieses Jahr gemerkt, weil da habe ich erst nicht ganz dran gedacht. Und dann fiel mir dann, ach ja stimmt, musst du wieder Vitamin D dir besorgen. Dann ging das auch. Das sind halt so Sachen, ne? Eigentlich, da denkt man noch gar nicht dran. Hätte ich auch nie dran gedacht. Hallo, also, als mein Arzt das da meinte, bei dem einen Blut ist von wegen, ja, wir haben festgestellt, Herr Zogger, wohoho, dass halt großer, dass halt ihr Körper zu wenig Vitamin D aufweist, das müssen wir ändern. Das ist nicht gut. Da dachte ich auch, ist okay, was ist da schief? Was ist jetzt down? Das war jetzt aber endlich, hier komm schon. Ja. Yeah. Sau geil, dass wir so viel Schaden anrichten. War krass irgendwie, ne? Und mit Vitamin D. Also deshalb, wenn ihr zum Beispiel merkt, im Winter euch geht's nicht so gut, ihr seid nicht so gut drauf, das zum Beispiel auch, lasst euch mal untersuchen beim Arzt, sagt mal hier von wegen her, ich würde gerne mal kontrollieren lassen, wie das mit meinem Vitamin D-Haushalt ist, ob da genügend von vorhanden ist. Also es ist relativ häufig nämlich, wie ich das dann feststellen durfte. Was mir dann so gesagt wurde, dass das halt bei sehr vielen das Problem ist, dass diese Winterdepression einfach Vitamin-D-Mangel ist und man zum Beispiel das dann auch entsprechend mit den Medikamenten oder mit den Tabletten, gibt es denn Tabletten oder Tropfenform? Ne, ich hatte Tropfen. Ich weiß gar nicht, ob es auch in Tabletten gibt, aber zumindest ich hatte Tropfen. Und ob das dann, also wie gesagt, das ist halt bei vielen, das hilft dann auch. Also würde ich durchaus kontrollieren lassen. Das ist doch nichts Schlimmes. Also, wirklich, das nimmst du dann einmal am Tag, da diese paar Tropfen, und dann geht's dir besser. Verstärkungen sind bereits eingetroffen. Glaub mir, das wissen wir. So, haben wir eben gefunden. Da oben irgendwo? Da hinten ist irgendwas. Puh, okay. Da kommt schon leider nicht nach. Das ist ja schlimm, ey. Und aufrotzen, genau. Oh, Mist, ey. Taylor hat den Zugriff auf die Tür blockiert. Versuche es auf einem anderen Weg. Mach das. Ein paar Sekunden gut. Noch. Ja, ja, kein Ding. Lass dir Zeit. Zugang gewährt. Verstanden, Kane. Wir sind fast da. Sind wir das? Ich hätte jetzt ja gesagt, wir brauchen noch eine Ecke, aber okay. Ich glaube auch nicht, dass Taylor da ist, ehrlich gesagt. Das wäre irgendwie so unlogisch. Ne, warum sollte er... Oh. Was sie erinnern. Oh, da unten sind diese komischen. Also diese Roboter, die halt so fahren, die mag ich ja gar nicht. Okay. Von wo? Da hinten oder was? Irgendwie von da so einer geballert, ne? Ich höre noch wen.
seltsam. Oh. Oh fuck. Wo war das? Hier soll er drin sein. Taylor ist durch die Tür. Los! Ich glaub nicht, dass der da drin ist. Oh, doch, anscheinend steht er da. Taylor! Hm. Oder das, was davon übrig ist. Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. Er muss es gleich wieder persönlich machen, ne? Er kriegt's nicht hin. Mhm. Komm schon! Du kennst mich! Das ist ja krass. Hendrix. Ein kurzer Moment des Erleuchtens. So ein kleines Aufflackern. Bist du da drin, John? Hörst du mich? Hm. Ihr versteht das nicht. Ich bringe uns heim. Ah, der vereiste Wald. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Oh oh. Sie explodieren gleich. Super. Mach ihn platt. NRC-Roboter drehen durch. Ja, Taylor toll. Ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden. Super. Und kontrolliert sie. Das Ding in ihm. Es brennt ihm das Hirn aus. Mhm. Oh, scheiße, die explodieren ja alle. Fuck. Hendrix, ich brauche. Jetzt zum Beispiel bräuchte man den Kameraden, ne? Aber. Kann sie komplett vergessen. Wo zur Hölle will er bloß hin? Du weißt, wo wir hingehen. Wohin? Wohin gehen wir? Vereister Waldmann. Einen vereisten Wald vor. Taylor, das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Nee, nicht wirklich. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand Jupp. Ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Ja, aber ich glaube, solange wie er schon damit infiziert ist, gibt es dafür ihn gar keine Möglichkeit. Also bei ihm ist es schon komplett durch. Es ist krass, wie er einfach durchrusht, ne? Mir dann einfach hier so einen nach dem anderen übrig lässt und mich dann überhaupt gar nicht unterstützt. Kane, wo ist er? Scheiße. Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Super, und jetzt? Krass, was da abgeht, ey. Übelst. Hey, Kane. Irgendeine Idee? Hm. Diese Tür bringt euch hoch. So geht's auch. Also los. Okay. Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Sandsturm? Das klingt jetzt nicht so gut. Ich bin noch nicht so für Sandstürme. Kurz warten. Er muss ja auch mal ein bisschen was machen. Bin ich der Meinung zumindest. Einer. Aber mit diesen kompromittierten Robotern, das nervt, das war schon so in dieser Bunkeranlage so ätzend. Geh down, Mann. Lass mich in Ruhe. So. Ätzend, ey. Wenn die da hängen und alles wegballern, vor allem was für Schaden die anrichten auf einmal, ne? Ich frage mich dann immer wieder, wie ich das geschafft habe. Auf dem anderen Schwierigkeitsgrad.
scheint mir so unrealistisch. Das NRC hat eine Waffenkammer draus gemacht. Mit Landeplattformen auf dem Dach. Okay. Er will von hier verschwinden. Ja. Luftunterstützung gleich in Position. Zentrale! Brauche Verstärkung bei meiner Position! Okay. NRC-Truppen haben uns umzingelt! Lieutenant Khalil, bitte kommen! Kommunikation abgebrochen. Zu viele Störungen. Scheiße, Mann. Lieutenant Khalil wurde kompromittiert. Wir haben die Verbindung verloren. Nein. Wir haben vom NRC gefangen genommen. Wir versuchen ihn zu finden. Also, hoffentlich geht's ihm gut. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ja. Ich weiß. Aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir ihn. Versprochen. Super. Ich glaube nicht, dass er da noch lebt, ey. Und jetzt? Kane, wie viel Zeit noch bis zum Sandsturm? Maximal 5. Nein! Ah, fuck. Aber schön, bevor man komplett abgestürzt ist, dass dann die Meldung kommt, dass man sich zu weit da entfernt. Zentrale! Brauche Verstärkung bei meiner Position! Schwere NRC-Truppen haben uns umzingelt! Lieutenant Khalil, bitte kommen! Kommunikation abgebrochen. Zu viele Störungen. Lieutenant Khalil wurde kompromittiert. So. Wir haben die Verbindung verloren. Er wurde vom NRC gefangen genommen. Wir versuchen ihn zu finden. Wenn man an dieser Wand latschen kann, ne? Wir müssen Khalil helfen. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ich weiß. Noch einer? Aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir ihn. Versprochen. So ein Hendrix wollte jetzt nicht springen, oder was? Kane, wir Zeit noch bis zum Sandsturm. Maximal 5 Minuten. Beeilung. So schön, wie die jetzt halt gegen ihre eigenen Truppen kämpfen, ne? Wie er sie alle durchrennen lässt zu mir. Hat er den? Ich hoffe. Nein, Munition brauche ich jetzt nicht. Er macht ja ein bisschen was. Uff. Übel. Zum Glück ist es mit den Nahkampfattacken recht stark, sodass man damit auch noch eine Chance hat, wenn was sein sollte. Sollte links drauf gehen. Ja, die Roboter sind relativ pfiffig auch, ne? Mit dem Ausweichen und so. Na, ja, nicht ohne. So, ich glaube, die haben wir alle. Taylor, das ist jetzt zwischen mir und dir. Hörst du mich? Das bist nicht du. Es ist Taylor, das ist interessiert. Etwas in deinem DNI spielt mit deinem Verstand. Ja und, das interessiert ihn doch nicht. Was ist der vereiste Wald? Das wissen wir doch schon. Das haben wir doch erfahren. Ich weiß gar nicht, was er jetzt hat. Warum er jetzt auf einmal das wieder wissen will. Hat er nicht zugehört, als der Typ uns das erzählt hat, der die illegale Experimente gemacht hat. Anscheinend nicht. Sonst würde er diese doofe Frage nicht stellen. Oh, scheiße. Hey, irgendwas stimmt nicht. Meine Systeme fahren runter. Kacke. Und so kann er entkommen. Wer weiß, was Hendrix jetzt gerade macht mit uns. Okay, das ist... Ist das nicht Taylor? Ist die Infektion. Okay. Taylors Geist überlädt sich. Ich glaube, das beeinflusst auch die anderen Träger. Heftig. Lass es nicht zu. Kämpf dagegen an. Bleib bei mir. Das ist echt so, wie diese schlechten Filme, diese Krähenkopf da noch so.
wie diese schlechten Filme, die bei diesen Filmfestspielen dann gezeigt werden, wo du da hängst und dir so denkst, oh mein Gott, hey, wer kommt auf so eine kranke Idee? Aber wir müssen weiter. Hendrix, bist du noch bei mir? Bist du noch da? Ich bin noch hier. Was ist mit Taylor? Wo ist der Kane? Hab ihn. In einem mobilen Laden auf dem Weg rauf. Einen mobilen Laden, da ist auch mal was. Munition. Alles mitnehmen, was geht. Wohin gehen wir, Kane? Rauf. John, hör mir zu. Du kannst das stoppen. Das ist unmöglich. Yep. Es ist schon geschehen. Ist das so? Es ist aus. Wenn das dein Weg ist, lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich erschießen. Aber das willst du gar nicht. Oder, Jacob? Ja, er macht's auf die persönliche Schiene. Stell dir einfach den vereisten Wald vor. Wie mies, ey. Ich kann dich schon sehen. Hör nicht auf ihn, Hendrix. Das ist nicht Taylor, der damit dir spricht. Es ist nicht Taylor. Richtig. Gefährdest CIA-Operation in aller Welt. Du hast die Winslow-Abkommen-Allianz in Gefahr gebracht. Richtig. Und wofür? Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Du wirst benutzt. Wir alle werden benutzt. Ja, aber... Siehst du das nicht? Er dreht total durch. Als wir uns den Scheiß haben einpflanzen lassen, haben wir unsere Seelen verkauft. Das stimmt. Wir sind Marionetten. Ja, aber das muss einem vorher auch so ein bisschen bewusst sein. Wenn man Soldat ist, ist man sowieso mehr oder weniger immer die Marionette dessen, der Oberbefehlshaber ist. Ist halt so. So, wir gehen mal mit ihm mit, weil der andere Weg, den könnte man zwar auch gehen, aber der ist halt recht gefährlich. Da kriegt man, oder? Ich weiß gar nicht, war er nicht? Ich dachte, da war irgendwas, das hat man da aufs Maul kriegt, aber naja. Anscheinend nicht. So. Ich hack das mal kurz. Und Sasam, öffne dich. Okay, rauf geht's. Okay, was und jetzt? Was war denn da los? Taylor stört die Kommunikation. Er bewegt sich auf dem Dach. Er scheint einen Heli aus der Ferne zu steuern. Na super. Er darf den Turm nicht verlassen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Wie viele? Es sind zu viele. Stopp sie, Hendrix. Ich hol mir Taylor. Wie bescheuert. Wir lassen jetzt ihn zurück. Es ist auch wahnsinnig. Tja, da ist er. Taylor, tu es nicht! Wir können das aufhalten! Das nennt sich jetzt Heli, ne? Mhm. Was brauche ich bei Space Engineers? Yo. Taylor steuert ein NRC-Mutterschiff. Ich schicke mobile Waffenkammern vorbei. Dann doch was anderes. Tja, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit dem Endkampf gegen Taylor. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zogger.